Willkommen zu Crypt of the Necrodancer, dritter Aufnahmeversuch. Ah, Alter, ist das so ein Kotzen, nicht wahr? Immer dann irgendwas, oh, ich muss mal den ganzen Blätterkram da draußen mit dem lauten Gebläse wegräumen. Oder, oh, ich habe jetzt irgendwie nach 30 Jahren die Lust, irgendwie den alten Baum da draußen umzacken, weil ich will ja, dass mehr Licht hier ist. Ja, ein Baum, der irgendwie länger gebraucht hat zum Wachsen, als du gelebt hast. Und nach 30 Jahren denkst du dir so, oh, ich will jetzt irgendwie ein bisschen mehr Licht auf meinem Grundstück haben. Ja, also nochmal kurz nochmal zu Anfang. Also willkommen zu Crypt of the Necrodancer und hallo Retro-Björn oder das Björn, ja. Und wenn alle großen YouTuber ihre neuen Abonnenten begrüßen würden, ja, das könnte ein bisschen dauern, ja. Ja, ich begrüße Kevin_2013. Ja, großen Trend-YouTuber in dem Fall. Und wir spielen als Ellie, denn in jeder Folge will ich jetzt mal mit den neuen Charakteren, die freigeschaltet wurden, spielen, um den ganzen Spiel hier mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Pfeffer zu geben. Und das hier ein bisschen, ein bisschen spannender oder auswechslungsreicher. Quatsch, jetzt habe ich schon Wörter, die es gar nicht gibt. Abwechslungsreicher, genau, so ist es richtig. Abwechslungsreicher zu gestalten. So. Ja. Er hat zwar unendlich Bomben und hat eine Schaufelhand, was irgendwie merkwürdig ist, aber egal. Ich dachte eigentlich auch zuerst, das wäre eine Harpune, als ich den gesehen habe. Aber nein, es ist eine Schaufel, mit der er dann automatisch durch die Wände hacken kann. Oh, sehr praktisch. Dann sparen wir uns ja sogar das Hacken. Oh, schön. So, was haben wir hier? Plus 5 Verteidigung. Verteidigung ist immer gut, aber besser wäre natürlich Schaden. Aber hey, was soll's. Fängt ja erstmal gut an, nicht wahr? Und wir haben unendlich Bomben. Wir können die Bomben auch kicken, wenn man gesehen hat. Ah, ein Mimik. Shit. Mistviecher. Was? Bei manchen Stiefel des Abenteurers? Das klingt interessant. Na gut, ein Herz ist noch verträglich, genau. Was ist hier los mit der Zunge hier? Und ja, werden wir jetzt erstmal durchgehen mit denen hier. Und hoffentlich wird das besser als der letzten Folge, wo wir ja... Ja gut, der Folge davor, als wir den Baden gespielt hatten, das war ja eigentlich überraschend gut. Aber das hat ja eigentlich nicht was mit dem Baden zu tun gehabt, sondern eher damit dafür, dass wir hier die multibasierte Schadenbreitschwert gefunden haben. Und wir dann gegen King Kong gekämpft haben, wo wir erstmal aufgrund der ganzen Zombies davor den Schaden des Schwertes richtig hoch pushen konnten. Und deswegen gleich bam, 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 bam und ein Treffer und er war tot. Oh, kann ich nicht aufnehmen? Schade. Ich könnte auch jetzt gegen den Shopkeeper kämpfen mit den Bomben, die ich jetzt habe. Aber der macht mir doch ziemlich viel Schaden und ich habe jetzt nicht Lust, jetzt wieder innerhalb der nächsten 2 Minuten 50 wieder zu sterben. Nee. Ah, apropos zu sterben und neue Anfänge und so weiter. Oh, hallo Drache! So. Naja, das ist zum Glück der grüne Drache. Der macht bösen kein Feuerstrahl in unsere Richtung. Ah, gut gesprungen. Ja, eigentlich wollte ich... Ich habe wieder und ja gesagt. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn Let's Player und ihr sagen in ihren Aufnahmen, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Okay, das ist, läuft jetzt schon ab. Da können wir nicht mehr viel machen. Eigentlich wollte ich ja... Costume Quest machen heute, aber billige Löhnenläden, das ist sehr gut. Immer ein bisschen sparen, nicht wahr? Aber ich muss das Spiel erstmal richtig durchspielen vorher. Hat mich ja Eike darauf hingewiesen. Na so, nein, da lag doch was, das habe ich gesehen. Ah! Ja. Man sollte versuchen, ein Spiel nicht blind zu spielen. In dem Fall wäre das was RPG-Maker-Spiele sind eigentlich auch ganz lustig, nicht wahr? Vielleicht ein bisschen altbacken. Naja gut, wenn man jetzt von denen ausgeht, von den allerersten, sowas wie... Wie heißt das? Oh, Gesundheit, sehr schön. Dann können wir jetzt mal einsetzen. Links, rechts. So. Oh, habe ich jetzt... Ach, jetzt habe ich das verschwendet. Verdammt, na gut. Haben wir eben nur Kekse, 6 Stück, die immer nur ein halbes Herz geben. Müssen wir halt jetzt aufpassen, nicht wahr? Ich meine jetzt hier eben so RPG, klassischen RPG-Maker-Spiele wie, wie hieß es? Zwielicht? Nein. Oder Vampire's Dawn 1 und 2? Einen dritten soll ja noch geben, aber da hängt ja irgendwie der Entwickler ja noch ein bisschen hinterher. Yeah, oh, na toll, jetzt habe ich mir doppelt die Bombe gelegt. Ah. So, wo ist der Shopkeeper? Da. Und gegen Costume Quest ist eben das Problem, ja, ich habe jetzt in die Einstellung geschaut, noch dazu, zusätzlich dazu, dass ich bei dem Spiel jetzt ein bisschen, es ist kein Spiel für Backseat-Gamer in dem Fall sozusagen.
Komm, lass mir Gegner einfach mal Gegner sein. Alter, es wird ja immer heftiger. Es wird noch viel härter. So. Was steht da? Halt, Items werden zu Glas. Was soll ich das? Was soll mir das bringen? Dann sind die zwar ein bisschen stärker, aber Hilfe bei Fallen und Eis. Ach, wir haben genug Geld. Das müsste erst mal reichen. Oh, da können wir zu sprengen. Und, oh, da war gar nichts hinter. Ah, sehr schön. Zwei fehlen noch. Okay, warte mal, holen wir das noch schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das müssen wir kriegen. Ja. So, komm, 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 wir brauchen zwei Herzwälzer. Na, na. Ja, ich habe es gesehen, als ich in den Einstellungen von unter Windows geschaut habe bei Kirstin Quest. Man kann die Sprachen einstellen. Also hätte ich eigentlich von Anfang an das Spiel auch auf Deutsch spielen können. Und nicht so, das ist das englische Wort da. Ich habe keine Ahnung. Ich kann kein Englisch. Ach doch, wir müssen aufpassen. Der kann eben mehr in die Richtung ballern. Yeah. Okay, ich muss den wahrscheinlich aufsetzen. Jetzt hier den Käse. Ja, muss ich. Ah, Mistviecher. Alter! Ah, das könnte wieder knapp werden. Das könnte sehr knapp werden. Ja gut, wenn wir Glück haben und finden den Shopkeeper, obwohl... Na, komm, setzen wir die links und rechts. So, jetzt haben wir zwar keine Kekse mehr, aber zumindest noch nur einen Verlust von 2 Herzen. Ja, hätte ich es von Anfang auf Deutsch spielen können und hätte mir diese ganze Sache übersparen können? Mann, was ist mit meinem Hirn los? Hätte mir diese ganze Sache sparen können mit... was heißt das da auf Deutsch? Ja, dann werden also die nächste... Dritte Folge? Ja, dritte Folge davon von Kirstin Quest dann auch auf Deutsch sein. Dann können wir mal sehen, wie denen die deutsche Synchro geraten ist? Genau. Geworden ist. Also der eh nur Texte. So, okay, da können wir runter. Aber da wäre ja die super... Naja, wie heißt das? Da wäre ja die super... Ach, Mist. Da wäre ja eh die super... ja, wenn wir einen Superhelm haben, mit dem wir alles zerlegen können, können wir das ja halt ersparen. Was ist das? Oh, ein weiteres Skelett. Ich dachte zuerst, das wäre dieses Blutbaby. Blutbaby, das klingt so ein Titel von so einem Larry Brent-Roman. Apropos, mögt ihr Larry Brent? Na gut, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher die etwas Älteren unter euch. Die Hörspiele sind eigentlich ganz gut, ne? Diese ganzen... Ist Europa? Ja, es ist Europa, ne? Kannst da springen, aber magische Sicht, nein. Ich glaube, in dem Fall lasse ich es liegen. Ja. Ja, die Steuerung ist ein bisschen hakelig in den Spielen. Also, ist ja auch das Problem, ne? Weil man kann das Spiel auch nur mit den Pfeiltasten spielen. Oh. Ah, Alter! Wie doof! Ja, seht ihr, das kann halt teilweise ein bisschen kompliziert werden. Ignoriere Terrain? Nein. Na gut. Ja, komm. So, wo ist der Shopkeeper? Tja, diese ganzen und diese alten Europol-Spiele. Mein Name ist Larry Brent und ich muss erstmal wieder 5 Minuten erstmal erklären, wie welcher Charakter es ist und die hintergrund Story. PSA-Agent Larry Brent, X-Ray 3. Ja, weil es heißt immer X-Ray 3 und X-Ray 1, aber wer ist eigentlich X-Ray 2? Das wurde irgendwie nie erklärt. Oh, scheiße, das hat mir nicht mehr gereicht. Death Metal, und er wird uns bestimmt zerlegen, denn wir haben keine besonderen Extra-Fähigkeiten, obwohl... enger, gut, wenn wir gut aufpassen. Ja. Es gibt euch mal diese Titel von dem Original-Hörspiel. Quatsch, von der... Wie heißt das? Nicht Hörspiel, sondern von... von den Romanen, auf denen die Hörspiele basieren. Mist. Alter, ist die Steuerung hakelig. Komm schon, greif uns an. Alter, Mistvieh. Ach komm, der zerlegt uns wieder, oder? Ah. Komm schon. Ah, Mist. Scheißskelette. Ah, Mist. Oh, Mann. Mist, das tut mir leid, Leute. Ah. Es ist wirklich eine sehr hakelige Steuerung teilweise.
Das ist das Problem des Spiels. Die Steuerung, die Idee ist ja ganz gut mit diesem ganzen Beat und dass das alles so ein bisschen roguelike ist, aber teilweise ist diese Steuerung mit den Pfeiltasten doch ganz schön verzögernd. Und teilweise so ein bisschen und auch sehr hakelig teilweise. Na ja, zurück zur Lobby. Ja, das ist nicht mein Lieblingscharakter. Komm, wir sehen nochmal hier, gehen wir nochmal schnell aus. Es ist ja erst 10 Minuten, da können wir eigentlich theoretisch... was haben wir da, was dann zufällig finden konnte? Plus 3 Sichtradius. Bombenindemnity plus 3 Bomben. Das ist sehr praktisch. Okay, das wird dann einfach zufälligerweise dann in den Truhen auftauchen. So, ach komm, wir nehmen einfach nochmal, einfach nur spaßeshalber. Nehmen wir einfach mal die Dämonenform von Cadence Nocturna. So. Kommen dann zwar hier jetzt die harten Gegner aus Stufe 5 mit hier rein, aber hey, was soll's. Letzten Folge machen wir jetzt einfach mal Solo. Solo? Ich meinte natürlich YOLO. Oh, oh, wow. Was zur Hölle ist das denn? Ah, interessant. So sehen also die Gegner aus. Okay, das ist ein Schlüssel. Mit dem können wir dann die blauen... wie heißt das? Die blauen Truhen öffnen. Ah, okay. Sie hat weiteren Schuss... Reichweite. Was bedeutet diese Linie? Einfach nur, dass er da lang springt? Aha. Das ist sehr praktisch. Dass man über mehrere Felder angreifen kann. Besser wäre natürlich noch multibasiertes Breitschwert, aber naja. Breitschwert oder Angriff über mehrere Felder? Ich glaube, in dem Fall sollten wir lieber auf mehrere Felder setzen. So, okay. Verteidigung und plus ein Rucksack. Okay, können wir uns nicht leisten. Okay. Tun wir das nächste Mal. Ja. Die Mördergrube des Dr. Todes. Oder sowas ähnliches. Oder was gibt's da für harte Titel? Oder die Past. Die Pest fraß sie alle. Ja. Problem ist mal nur diese alten... oh, Herzbehälter, sehr schön. Das Problem ist nur diese alten Roman... wie heißt das? Pulp? Groschenromane. Genau, Groschenhefte. Die sind teilweise echt ganz schön teuer. Vor allem, wenn sie 1A Qualität sein müssen. Das Problem ist ja, von dieser Larry Brent Geschichte gab es ja leider nur diese 19 Hörspiele und nicht die gefühlten 200... Man muss mit Bedacht machen. Nicht diese gefühlten 200 Romanhefte. Das hat leider nicht so viel gebracht. Obwohl, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass auch eine Folge da indiziert wurde von. Und das nicht mal aufgrund von wegen Gewalt oder so. Ich meine, gibt euch mal hier, wie hieß er? Ich bin Konga, der Menschenfrosch. Okay, das ist eine andere Geschichte von selben Autor, nämlich hier, Macabros. Genau. Aber gebt euch da mal, wie ihr den einen Kerl da abmockst. Das ist teilweise schon, Alter! Saw-mäßig, wie er den da, tötet, den, was war das, diesen Froschforscher. Wo man sich so erst so denkt, ah, es ist ein menschenartiger Riesenfrosch. Oh, wie soll er ihn töten? Wahrscheinlich, indem er ihn auffrisst, wie eine Fliege oder so. Nein, da war der Dan Shocker, in Anführungszeichen, ein bisschen ausgefallener. Wo man sich so denkt, boah, Alter! Es ist ein Menschenfrosch, der, ich bin Konga, ich bin ein Riesenfrosch. Wo man sich so denkt, ah, man kann ihn nicht angreifen, okay, so. Kann ich nur aufgrund der Dings... wo er da springt angreifen, ne? Wo man sich so denkt, aber dann mockst du ihn halt ab wie ein, wie ein Charakter aus dem Saw... Aus dem Saw-Roman, Quatsch, aus dem Saw-Film. Wundert mich, dass das nicht indiziert wurde, aber dafür wird dann Larry Brent-Folge zensiert, beziehungsweise indiziert, weil ein Polizist sich weigert, den Bösewicht zu helfen, der gerade von seiner von seiner Octopus-Kopf-Frauenkreaktion erwürgt wird. Weil das ja den Kindern, weil die Hörspiele sind ja natürlich für Kinder, nicht wahr? Weil das ja den Kindern vermitteln würde, Ordnungshüter können ja auch vorkommen, dass Ordnungshüter sich nicht an ihr Gesetz halten können. Das könnte ja eventuell das Bild der Polizei verändern, wer versteht. Naja.
Ach, wir sind eh gleich tot. So, 14 Ausgaben plus 1 Sichtradius. Was haben wir hier? Kill Invisible plus. Invisible plus Dash? Okay. Das klingt interessant. Okay, mehr können wir uns davon nicht leisten. Okay, der Song läuft jetzt gleich ab. Wir werden gleich eh gleich sterben. Egal. Beziehungsweise, wir sind eh praktisch gesehen schon tot. Aber wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie ein extra Herzbehälter finden oder etwas ähnliches drauf in der Richtung. Oder wir verwandeln es in die Dämonenform. Was ich jetzt gerade da rechts sehe unter den Rank. Ha! Achso, das war automatisch. Wie Johnny Bravo. Jetzt bin ich ja die Dämonen von. Okay, das passiert, wenn man halbtot ist. Das ist wie in. Gott, wo war das Spiel nochmal? Wir können übrigens auch direkt in. Na, okay, das bringt mir jetzt nicht wirklich was. Plus 3 Bomben. Hilft bei Fallen und. Ja, komm, nimm ja mit. Dann haben wir halt nur einen leeren Herzbehälter mehr. Oh nee, ich will stehen geblieben. Ach so, wo kann man noch erzählen? Ach ja, stimmt. Dafür können wir keine Wände mehr zerlegen. Was? Ich kann nicht angreifen? Ach doch, ich kann doch angreifen. Mist. Ja. Ach, habt ihr den Clip von The Last Jedi, den neuen Star Wars Film gesehen? It's time for the Jedi to end. Ist dann die Aussage Balance durch. Wie heißt das? Balance durch Beenden einer Seite des anderen Spektrums? Achso, nee, ich will nicht, dass. Zeige Replay, drücke rechts oder links, um die Aufnahme zu anzünden. Mutblicker. Oh, toll, jetzt kann ich nicht mehr abbrechen, oder? Na, okay, gehen wir zurück zur Lobby. So. Okay, Leute, das war wieder ein schöner Fail, wobei ich könnte theoretisch nochmal versuchen. Aber nicht als Cannons, obwohl doch als Dämonenversion. Stimmt, ich habe ja Minibosse. Komm, machen wir es mal schnell. Ist dann die Logik dahinter von Luke, dass wenn wir jetzt die Jedi auf auslöschen, beziehungsweise sagen, nee, wir sind keine Jedis mehr, keine Lichtschwerter, nee, wir hören jetzt auf, nee, wir setzen uns jetzt einfach hier hin und leben unser ganz normales Leben als Feuchtfarmer auf Tatooine. Ja, wie unsere Ziehväter und Tanten, nee, Ziehtanten und Onkels es wollten. Dass dann die Bösen sich dann denken, hier Kylo Ren sich sagt, was, es gibt keine Jedis mehr? Okay, Death Metal 1. Was, es gibt keine Jedis mehr? Oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann die Imperium-Leute, aber wer will uns dann anfühlen? Ist mir doch egal. Nee, ich glaube, so einfach ist es nicht. Durch Schild geblockt. Komm schon. Na komm, wir hauen dich weg, du Sack. Auch wenn du nur ein Probetyp bist. Ich stehe auf Death Metal. Obwohl, eher nicht so. Obwohl, na, ein bisschen schon. Kommt auf den Death Metal an. Oh, jetzt wird er böse. Oh, wir haben besiegt. Das ging schnell. Aufwärts und rechts. Aufwärts und rechts? Okay, das war. Warte, war es das schon? Ach, wir müssen mehrmals besiegen oder was? Wie soll ich denn jetzt angreifen? Ich bin nur ein Fledermäuschen. Aufwärts und rechts? Ich habe doch aufwärts und rechts gedrückt. Mann, diese Steuerung ist teilweise echt. Ja. Diese Steuerung ist teilweise echt merkwürdig. Okay, Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Crypt of Neco. Nee, nicht Crypt of Necrodancer, nee. Sehen wir uns dann lieber in der nächsten Folge von. Tja. Costume Quest, diesmal dann auf Deutsch. Oder was ganz anderen. Oder vielleicht Thimbleweed Park, wo ich das wirklich lieber noch mit Ike spielen. Obwohl, das muss ich dann erstmal durchspielen, weil ich habe mir ja schon bei Thimbleweed, sondern auch bei Costume Quest gesehen, man sollte doch lieber nicht blind machen. Und ja, hallo Retrobjörn, willkommen als neuer Let's Play-Zuschauer. Ich hoffe, es hat nicht so sehr gelangweilt. Und wenn nicht, kann man ja auch was anderes machen, wie zum Beispiel ein Glas Nägel sortieren. Oder Tic-Tac-Toe spielen gegen sich selbst. In einem Badezimmer. Also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von irgendwas anderen. Ich gehe jetzt Dark Souls 2 spielen. Und hier aufräumen. Bis dann.